Das dritte Rennen ist gestartet. Olivia ist in der Startphase ausgefallen. Im Kampf um die Führung sieht man Malone Laser. Der setzt sich durch gegen Sansibar. Dann eine Lücke von 4 Längen bis zu Stalker und in der 4. Position Starello. Nochmal 4 Längen dahinter folgt dann Szenario. Die erste Zwischenzeit ist 21:3. Im Steilbogen hat jetzt Sansibar das Kommando übernommen, dicht gefolgt von Malone Laser. Dahinter sieht man Stalker und außen Starello. In dieser Reihenfolge geht es auf die Tribünen gerade. Sansibar mit 2 Längen vorn volle Malone Laser. Außen verbessert sich Starello. 4. Position für Stalker. Mit 4 Längen Abstand folgt dann noch Szenario. Olivia wurde angehalten. Noch eine Runde bis zum Ziel. Weiterhin Sansibar in Front. Starello jetzt in der 2. Position. 20:8 die 2. Zwischenzeit. Und die 5 übrigen sind jetzt alle dicht beisammen. Auch Szenario hat hier Anschluss. Und im DGBTE-Bogen sieht man Sansibar in Front. Mit einer Länge vor Starello an der Innenkante, Malone Laser vor Stalker und Szenario. Es geht auf die Gegengerade. Fehler von Sansibar. Und jetzt die Nummer 3 des Rot, die 3 Rot. Gemeinsam vorn. 3. Position für Stalker und 2-3 Längen Abstand zu Szenario. Malone Laser und Starello führen durch die Gegengerade. Dicht dahinter Stalker vor Szenario. Jetzt sind es noch 500 Meter bis zum Ziel. Weiterhin Malone Laser und außen Starello. 2 Längen zurück Stalker, dann Szenario. Die Zwischenzeit ist 19:8. Keine Verschiebungen, Malone Laser außen Starello. Dahinter orientiert sich Stalker in die 3. Spur, dann folgt Szenario. Und es geht auf die Zielgerade, Malone Laser knapp im Vorteil gegen Starello. Außen kommen Stalker und Szenario dazu. In der Distanz Starello jetzt knapp im Vorteil. Außen die Schlussattacke von Szenario. Starello ist noch vorn und Starello bleibt vorn. Sieg für Hans Wevering. Zweiter wird Szenario auf Platz 3 Stalker.